Einen langen Bogen schlägt Tibans Gruppe, der sie östlich entlang des Sempasees führt. Auch Krimeas Königin Elintia und ihre Vertraute Lucia sowie Prinz Rhyson und der Laguskrieger Ranulf begleiten den König der Falken. Und auch Daens König Peleas und dessen Mutter Almeda haben sich angeschlossen. Die Berichte der anderen beiden Gruppen haben sie über die Getreuen der Ordnung informiert. Doch noch ist die Gruppe auf keinen Widerstand gestoßen und konnte so bis jetzt in Frieden marschieren. Kapitel 2 – Welt der Stille. Und damit wechselt das Geschehen erneut zu einer anderen Gruppe, diesmal zu Tibans Gruppe, die sich nun auch durchschlagen müssen. Und ich finde, Tibans Gruppe trifft auch auf interessante Gegner. Vor allem die folgende Schlacht, also die darauf, dürfte da sehr interessant werden diesbezüglich. Aber ich will nicht zu viel verraten. König Tiban, Königin Lynchia, wir sollten besser eine Pause einlegen. Warum? Wo liegt das Problem? Wir haben einige Nachzügler, die ziemlich weit zurückgefallen sind. Ihr meint, dass Almeda und Peleas uns schon wieder aufhalten. Wir müssen den Turm der Weisung so schnell wie möglich erreichen. Sie dürfen uns nicht ständig am Fortschreiten hindern. Aber die Getreuen der Ordnung könnten jeden Moment angreifen. Daher müssen wir alle zusammenbleiben, um das Risiko zu minimieren. Race, wir werden hier Rast machen. Ihr könnt landen und euren Flügeln eine Pause gönnen. Race, ich erinnere mich an Zeiten, in denen solch eine Reise euch erschöpft hätte. Ich bin beeindruckt, wie gut ihr jetzt damit umgeht. Ja, körperlich bin ich recht gesund. Aber ich kann nicht sagen, dass ich so glücklich darüber bin. Wieso sagt ihr das? Wir vom Clan der Sirenes können die Energie der anderen Lebewesen spüren. In Kriegszeiten dominiert die negative Energie und wir werden krank. Jetzt, wo alle in Stein verwandelt sind, ist diese Energie verschwunden und körperlich geht es mir wesentlich besser. Doch es ist beunruhigend, sich gesund zu fühlen und zu wissen, dass der Anlass dafür ein trauriger ist. Eine furchtbare Ironie. Endlich haben wir den Frieden, für den wir beteten, im Tausch gegen jede Form von Freiheit. Könnte dies wahrhaftig die Welt sein, die Göttin Ashera sich für uns wünscht? Nein, dies ist die Welt, die wir bekamen, nachdem wir ihre zerstörten. Ah, willkommen zurück. Gibt's Anzeichen der Getreuen der Ordnung? Leider keine. Das gefällt mir gar nicht. Wieso lassen sie uns in Ruhe? Tiban, ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn sie uns ohne Widerstand durchspazieren lassen, sollten wir uns nicht beschweren. Ich weiß nicht. Ich würde einen offenen Kampf vorziehen. Meinetwegen auch jetzt und auf der Stelle. Was sagt ihr da, Tiban? Wie könnt ihr uns nur einen Kampf wünschen? Ich verstehe euch wirklich nicht. Im Moment ist die Welt ruhig, so friedvoll. Es ist fast unheimlich. Auf eine Weise fühlt es sich angenehm an. Wenn es so weitergeht, verlieren wir vielleicht unsere Schärfe. Ich habe Sorge, dass wir leichtsinnig werden. Wir sollten uns einer Sache bewusst sein. Dies hier ist kein natürlicher Frieden. Dies ist das Werk Asheras. Vergesst keine Sekunde, dass die Welt anders sein sollte. Sie sollte laut sein, chaotisch und voller Leben. Ihr habt recht. Ein Frieden, der auf dem Opfer so vieler Leben aufbaut, ist scheußlich und ungerecht. Wir können sein Fortbestehen nicht erlauben. Ich will ja nicht behaupten, dass ich den Antrieb, die ganzen versteinerten Leute zu retten, verliere. Aber bevor wir darüber zu reden begannen, fühlte ich mich so selbstzufrieden. Geht's nur mir so? Der Geist der Ordnung lastet schwer in der Luft. Wenn wir kämpfen, dann atmen wir Chaos. Vielleicht kann das helfen, unserem wahren Selbst wieder etwas näher zu kommen. Wenn unser Feind aber zu demselben Schluss gekommen ist, dann erklärt das vielleicht, wieso er uns fernbleibt. Peleas, mein Lieber, wie fühlst du dich? Mutter, es geht mir gut. Bitte hör auf, mich nach meiner Gesundheit zu fragen. Aber du bist so blass, Liebling. Du warst schon immer so ein kranker, schwacher, kleiner Junge. Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Wir könnten nicht zulassen, dass du dich erschöpfst. Nein, Mutter, wenn wir jetzt eine Pause machen, dann halten wir nur die anderen auf. Sorg dich nicht um sie, Liebling. Sie können warten. Du solltest dort unter diesen Baum ein bisschen ausruhen. Sohn, vergiss nie, dass dein Abkömmling der Königsgeschlechter von Daen und Goldoa bist. Du bist wichtiger als diese Bauern. Die anderen können sicherlich auf dich warten. Du solltest gar keine Gedanken an sie verschwenden. Lass mich los, lass mich in Ruhe. Ha! Mutter! Peleas? Mutter, verzeih mir, ich... Peleas, so warte doch, Peleas! Naja, das ist auch ein bisschen übertrieben, ganz im Ernst. Gerade da wir so alle die Letzten sind, eigentlich sind wir alle extrem wichtig und müssen aufeinander aufpassen. Für so ein Bullshit wie Adel hat man einfach keine Zeit, um es mal ganz salopp zu formulieren, ne? Also bitte... Das kann einem hier wirklich völlig egal sein.
Wir haben auch hier einige interessante Einheiten mit dabei und sollten eigentlich ziemlich gut aufräumen können. Eine Einheit, die definitiv in meiner Liste noch ganz weit oben steht in Bezug auf, nehmen wir eventuell ins Finale mit, ist natürlich Ziehak. Einen Schwertheiligen hätte ich schon ganz gerne dabei und Ziehak ist da definitiv meine erste Wahl. Ich mag Ziehak ziemlich als Person und so weiter. Hat natürlich auch den tollen Erd-Support, hat ein gutes Skillset etc. Da macht man, denke ich, wenig verkehrt. Aktuell hat er Inspiration dabei, das braucht er nun wirklich nicht. Dafür ist sein Magiewert dann doch etwas zu schlecht. Aber wir können mal ein bisschen umverteilen nochmal, dann kriegt er mal ganz kurz Elite. Wer hat aktuell die Elite? Ryze hat die noch. Ja, mit Ryze haben wir leider ein bisschen ins Gras gebissen diesbezüglich. Schade. Ja gut, das geht eigentlich. Ist nicht super schlecht. Das Problem ist nur seine Geschwindigkeit eigentlich. Das Einzige. Ist halt ein typisches Problem auch. Das machen wir mal ganz kurz, dass wir Ziehak ordentlich Bonuserfahrung geben. Denn jetzt kann nur noch Stärke, Magie, Glück, Verteidigung und KP steigen. Was super ist. Deswegen investieren wir jetzt richtig krass in Ziehak. Da lohnt sich das Ganze eben mal massiv. Das ist schon schön. Das sieht man noch ganz gerne. So, weiter geht's. Und gerade Stärke ist jetzt auch gemaxt zum Beispiel. Klasse. Machen wir gnadenlos weiter. So, mal gucken, dass die Def hier noch auf 20 kommt. So, will ich gleich noch irgendwas... Da geben wir jetzt auch noch... Wisst ihr was, wir machen Level 20 und dann die Meisterkrone. Ich habe eh nicht mehr viel zu tun mit Meisterkronen. Spart uns immer noch ein bisschen Bonuserfahrung ein zumindest. Aber ein bisschen Defensive sollte er dann schon noch haben. Und so sieht das Ganze doch recht ordentlich aus. Er ist sogar kurz davor jetzt gewesen, noch Verteidigung zu maxen. Das nenne ich doch super. Und ich meine, wer ist überhaupt noch Meisterkronenkandidat? Das wäre dann sowieso nur noch Nolan, der auch noch sehr gute Chancen hat, eventuell mitgenommen zu werden. Elyntia ist aber auch noch so eine Einheit, die ich immer eigentlich mitnehme ins Finale, also wirklich immer. Das heißt, die sollte auch noch ein bisschen was bekommen. So, wo ist denn die Meisterkrone? Ja, da haben wir noch zwei Stück insgesamt sogar. Let's go! Und Schwertheiliger Ziehak sieht auch absolut awesome aus. Ich freue mich riesig drauf, das ist super toll. Herrlich. Allgemein so eine richtige Schwerteinheit habe ich halt immer sehr, sehr gerne dabei. Das ist mir doch immer recht wichtig. Ja, man mag schon solche reinen Schwertkämpfer in der Regel. Die haben schon immer Stil. Auf jeden Fall. Und damit haben wir einen Schwertheiligen, Schwertheiliger Ziehak. Und das ist einfach super stylisch. Mit so einer richtig weißen Robe. Der Schwertheilige, jawoll. Und natürlich Ziehak hat den Vorteil, dass er jetzt Adept und Astrat, was schon eine nette Kombination darstellt. Ich meine, potenziell können wir in einen Adept nochmal individuell Astras triggern. Das heißt, wenn Ziehak doppelt, kann er durch Adept schon mal vierfachen. Und dann noch jeweils 5 Hits landen, wenn es absolut krass läuft mit dem Glück. Das macht schon mal 20 Angriffe aus, die er in einer Runde triggern könnte. Aber das wäre halt utopisch. Das wäre so ein Idealfall, mehr oder weniger. Aber es ist einfach nur ziemlich krass, wenn man sich vorstellt, dass das möglich ist. Das ist schon absurd. Eine coole Vorstellung. Es ist ja wirklich drinnen. So, wir haben Inspiration. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt das. Moment. Allgemein will ich hier auch nochmal gucken. Ja. Genau, ein Lynch hier mit Inspiration ist der Hammer. Sie hat ja jetzt schon 19 Magie, das heißt, am runden Anfang immer gleich 19 hochheilen. Die Barmherzigkeit aber, die braucht sie eigentlich nicht. Das ist klar, die wollen... Achso, nur ein Lynch hier, oh. Ja, aber so oder so ist das Quatsch. Die will niemanden vorbereiten diesbezüglich. Außerdem hat sie selber sowieso ein traumhaft gutes Schwert. Ach, Heilung hat sie standardmäßig auch dabei. Das ist ja witzig. Aber Inspiration gibt man auf jeden Fall Elyntia. Das ist ein ganz klassisches Set. Sehr beliebt. Logischerweise. Sie heilt sich immer um ihren Magiewert. Denn sie gilt als nicht magische Einheit, kann aber ja Stäbe benutzen. Und Amity ist absolut awesome. Ein tolles Schwert. Wahnsinn. Womit sie super offensiv sein kann. Und Stab hat sie sowieso schon auf S. Perfekt. Haben wir nur noch hier Schwerter mit B momentan.
Das heißt, sie kann auch schon Würmtöter nehmen. Exzellent. Und mehr als einen Würmtöter zusätzlich braucht sie auch gar nicht. Elyntia ist immer eine fantastische Einheit. Darf man echt nicht unterschätzen. Ein grandios guter Charakter. So, und allgemein natürlich, Tiban ist klar, Raisin ist super. Raisin meiner Meinung nach halt immer der beste Serenas. Liegt auch daran, dass er einfach ein super hohes Level hat. Er hat einen zweiten Schritt. Und wenn er sich verwandelt, dann kann er eben auch 4 Leute erfrischen. Boah, die Boni sind ja auch richtig krass. Aber das mag ich einfach sehr. Ich finde, Raisin ist dann doch irgendwie mein Favorit. Einfach weil zweiter Schritt ist so ein Utility-Move, der ist sehr, sehr gut. Und im Gegensatz zu den anderen kann er halt auch wirklich, wenn er verwandelt ist, hat er oftmals die Möglichkeit, dass er nicht gedoppelt wird und trotzdem, auch wenn er mal gedoppelt wird, auch beide Hits verkraften kann. Und von daher ist Raisin bei mir eigentlich immer der bevorzugte Serenas. Viele haben auch Raphael als bevorzugten, das kommt halt drauf an. Raphael hat den Vorteil, dass er auch unverwandelt 4 Leute erfrischen kann. Aber ohne zweiten Schritt ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber gut, wir haben natürlich noch Nolan dabei. Und eigentlich ist allgemein dieses Team auch wirklich gut, würde ich sagen. Der gute alte Eddie, der ist ja auch noch mit dabei. Ja, das passt schon so. Und Mia ist eigentlich auch recht kompetent, aber wir werden gar nicht alle einsetzen, logischerweise. Nur Leute, die überhaupt mal im Finale dabei sein können. Bei dir kann ich alles ablegen. Colored Boy kann eh niemand sonst tragen. Ayuga ist bei mir auch immer mehr die Wahl als Standard. Ich mag eben mehr Ausweichrate als die Zusatztrefferchance. Ist mir immer ein bisschen lieber. Ist natürlich alles Geschmackssache, das ist schon klar. Ja, Chill hat noch die Kriegeraxt, das ist super. Die würde ich ganz gerne mal in den Vorrat legen. Die brauche ich später noch. So gesehen nehmen wir vielleicht gar nicht so viele Leute mit. Das könnte aber auch problematisch werden gleichzeitig. Da kommt mir gerade. Haben wir eigentlich einen Glanz? Oh, du kannst gar keinen Glanz nehmen, ha? Bist noch auf B-Level. Ha, das ist doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, das kann aber auch echt problematisch werden. Erneuerung brauchen wir zwangsweise. Hier ist der Heiler auch unglaublich wichtig. Noch dazu. Und auch du brauchst dringend noch Stäbe. Eine Pflege ist schon mal ganz gut. Wir brauchen vor allem, wenn es geht, noch Purgativ. Noch einen Würmtöter kaufen wir uns jetzt nicht. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Langsam aber sicher haben wir es dann auch diesbezüglich, ganz im Ernst. Ach, hier haben wir momentan einen Schmied, alles klar. Dann gehen wir doch mal zu den Infogesprächen über. Raisin, wo seid ihr? Hier bin ich, Tiban. Was macht ihr so früh am Morgen? Ich bin auf Schatzsuche. Könnt ihr das bitte wiederholen? Ich denke, es war die Göttin June. Sie hat mir im Schlaf eine Botschaft geschickt. Ich habe leuchtende Stellen im Boden gesehen. Ich bin zu einer der Stellen hingegangen und habe dies hier gefunden. Ein Satori-Zeichen. So etwas sieht man nicht oft als ein guter Fund. Aber dennoch, Raisin, warum habt ihr mich nicht geweckt? Ich wusste nicht, was ich finden würde. Außerdem habt ihr so zufrieden ausgesehen. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ihr fortgegangen seid. Ich kann nicht glauben, dass ein Reiher sich an mir vorbeischleichen konnte. Selbst Helden brauchen ihren Schlaf, wenn sie weiterkämpfen wollen, Tiban. Was ist so schlimm daran, dass ihr geschlafen habt? Ich weiß, dass ihr keine Nacht richtig geschlafen habt, seit das mit Phoenixes passiert ist. Ja, aber wisst ihr, irgendwas scheint hier in der Luft zu liegen. Was auch immer passiert ist, ich fühle mich fantastisch. Heute ist ein perfekter Tag, um Schätze und Gegner zu jagen. Ausgezeichnet. Ein Satori-Zeichen. Gut. Guten Morgen, Königin Elyntia. Oh, guten Morgen, George. Heute scheint ein wunderbarer Tag zu werden, nicht wahr? Allerdings, und so ein wunderbarer Morgen eignet sich hervorragend, um einer Königin ein schönes Geschenk zu machen. Oh, George, eure netten Gedanken reichen noch völlig aus. Ihr und Daniel arbeitet immer so hart, um unsere Armee aufzurüsten. Wenn ihr etwas für mich habt, dann lasst es mich bezahlen. Selbst unter diesen widrigen Umständen versucht ihr, Königin Elyntia, gut zu uns zu sein. Deshalb möchten wir euch gerne ein Geschenk machen. Es ist ein Zeichen unseres Dankes und unserer Anerkennung. Daniel, wir lassen uns für alles andere bezahlen, aber bitte nehmt dies ohne Protest von uns an. Es ist uns ein Vergnügen. Bitte, Königin Elyntia, wir bestehen darauf. Also gut, ich denke, es wäre auch sehr ungezogen von mir, wenn ich es nicht annehmen würde. Wunderbar, hier ist es. Oh, das ist ein Feuerzauber. Ja, und ein sehr wertvoller. Das kann ich sehen, ich bin keine Magierin, aber ich fühle, dass dieses Buch eine starke Macht besitzt. Daniel und ich waren in diesem seltsamen Gebäude, als auf einmal ein greller Blitz den Raum erhellte. Ich vermute, so wurden wir davor gerettet, in Stein verwandelt zu werden. Aber ihr wurdet gerettet, weil ihr eine der Auserwählten seid. Aber wir wollen euch weiterhelfen. Wir können Waffen sammeln, um euch für den Kampf zu rüsten.
Bitte rettet all jene, die zu Stein geworden sind. Bitte gebt uns die Welt zurück, die wir kennen. Ich verspreche, ich werde alles geben. Ich werde mit all meiner Kraft dafür kämpfen. Zusammen können wir alles erreichen. Königsfeuer. Der mächtigste Feuerzauber. Fantastisch. Ach, dieses Satori-Zeichen kann ich auch abgeben. Wie viele Satori-Zeichen ich einfach habe. Kann man die Dinger eigentlich verkaufen? Muss ich mal nachschauen. Das wäre nämlich wirklich wünschenswert. Mit dem Kram kann man so nämlich leider relativ wenig anfangen. Ayuga müsste zumindest noch Level 30 sein, dann würde es Sinn ergeben. Mann, ich nehme echt nicht viele Leute mit, fällt mir gerade so auf. Wenn ich wirklich auf Training Wert lege. Dann wird das hier ein bisschen knapp alles. Und Tauroneo ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt meine große Wahl mehr. So gesehen könnte ich mir eigentlich auch das Zeugs hier mal krallen. Nur wer würde das bekommen? Kühnheit wäre bei Rice ganz praktisch, würde ich sagen. Das würde ihm eigentlich fast immer die Möglichkeit geben, endlich mal zu doppeln. Und ich weiß nicht, ich will Tauroneo eigentlich auch nicht mehr unbedingt so viel trainieren. Nehmen wir erstmal nach Unterstützung an. Raisin kann Ranulf und Rice unterstützen. Okay, Rice wirklich. Rice hat aktuell Ranulf dabei. Okay, alles klar. Tauroneo wird wahrscheinlich nicht mitgenommen. Oh, Zihak und Chill können sich besser supporten noch. Ja, wir haben einfach sonst nichts wirklich Brauchbares mehr. Hier wäre eben Zihak plus Nolan eigentlich ganz gut. Ist das noch machbar? Ja, der ist noch machbar. Weil beide sind eben sehr gute Finalkandidaten. Die Doppel-Erde ist schon auch nicht schlecht, glaube ich. Für noch mehr Ausweichrate. Ist bitter, weil ich nehme mal Chill nicht mit, das ist klar. Das ist schon auch ein mega starker Support, der echt gut ist, aber ich muss ans Finale denken, Leute. Und da ist einfach Nolan und Zihak sind tendenziell Kandidaten fürs Finale. Beide. Zihak eigentlich mittlerweile sowieso ist eigentlich schon sicher. Und Nolan ist nahezu sicher. Ja, das muss ich so machen. Es ist einfach klüger. Es ist klüger. Das ist so. Bisschen schade ist es ja schon. Aber man muss hier nun mal Entscheidungen treffen. Macht ihr mal das hier. Auch ganz nett. Natürlich nicht ansatzweise so gut, aber hey. Wie gesagt, wenn man keine Entscheidungen hier fällt, ist das alles sehr problematisch. Ja, das ist auch mittlerweile noch okay, würde ich sagen. Gut, nochmal eine Umverteilung eventuell. Hey, du hast sogar Pavise, das ist echt krass. Ich kann den Angriff einer gegnerischen Einheit wirkungslos machen. Wie viel kostet eigentlich Pavise? 20, ja, ja, klar. Frag mich nochmal, wie genau das berechnet wird in dem Teil. Müsste ich mal nachschauen. So, du kriegst mal deine Kühnheit weg. Das belegt auch nur 15. Rice nehme ich ja jetzt mit, einfach wegen Utility. Ich brauche definitiv jemanden, der heilen kann. Der kann ja auch ein bisschen sich zur Wehr setzen. Das ist auch nicht so schlecht. Du kannst die Elite jetzt abgeben. Die Elite kommt hundertprozentig zur Lynchia. Beziehungsweise sie hat jetzt Inspiration dabei. Das wird also erstmal nicht gehen. Wir können aber später noch auf Inspiration wechseln. Sie braucht es jetzt nicht sofort. Gerade da wir jetzt einen Heiler dabei haben, ist das sowieso alles recht einfach zu managen, so gesehen. Okay. Und auch Schicksal können wir natürlich noch umverteilen. Na dann. Du hast den Raubtierfeind, der ist auch gar nicht so schlecht. Ja, kritische Attacken von Gegnern verhindern wäre natürlich ganz nett. Magietechnisch, wie sieht's da denn so aus? Du hast jetzt mittlerweile zumindest mal 12 Punkte. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mit seiner extremen Trefferchance könnte man ihm aber natürlich auch mal einfach Fortuna geben. Klar, kritisch plus 20, warum nicht? Fortuna nehmen wir mal so an. Und jetzt ist die Frage, wenn wir hier eben alles mitnehmen. Er hier kommt auf... Das wollte ich gerade nachschauen, Magie, genau. 3 Magie, das ist natürlich Quatsch. Das ist auch alles Quatsch. Schicksal ist vielleicht noch ganz nett, aber ich glaube, seine kritische Ausweichrate ist gut genug. Mit Glück 25 sollte das uns keine Probleme verursachen. Sie hat noch Vorteil, er hat aber auch Vorteil und er hat auch Wach dabei. Beides Dinge, die ich noch entferne. Vorteil und Warte. Jetzt könnten wir natürlich auch Ayuga noch einen Skill geben. Oh, Wacht wäre hier auch ganz toll. Ja, wir können zumindest mal verhindern, dass du gedoppelt wirst. Es ist witzig, dass man auch Serenas Inspiration geben kann. Ich dachte gerade, irgendwie der Magiewert wäre ein bisschen höher.
Aber dass du zumindest nicht gekürtet wirst, ist mir schon ganz wichtig. Ich meine, allgemein steht er nicht an der Front, aber wenn dann doch mal was durchkommt und dann könnte man doch noch einen Crit sogar verhindern, wäre das traumhaft. Fairness ist auch klasse übrigens. Ja, ich meine, sie ist auch niemand, den ich mehr mitnehme, das ist schon klar. Aber Fairness ist auch sehr praktisch, das stimmt. Das ist für Flugeinheiten eigentlich ganz praktisch vor allem. Könnte ich zum Beispiel machen. Da müssten wir vor allem schauen, dass es jemand ist, der eher neutral ausfällt. Ja, er hat eh schon Negation. Kühnheit brauchen wir eigentlich auch. Du hast Schutz dabei, okay. Vielleicht bei dir. Wobei, naja, Wacht können wir auch noch verteilen. Wacht wäre eben auch sehr, sehr toll. Wir können auch noch Vorteil verteilen. Boah, es gibt so viele gute Möglichkeiten. Es ist echt krass momentan. Naja, ich meine, noch zusätzlich Vorteil bei einem Schwertmeister zu haben, ist vielleicht cleverer. Dann kriegst du mal die Wacht erstmal rein. Okay. Wir können momentan echt völlig ausrasten mit guten Skills. Ziemlich heftig. Ich schaue nur gerade, ob es noch irgendein gutes Ziel gibt für... Ja, Inspiration wäre bei dir trotzdem am besten aufgehoben. Es ist einfach so. Dann nehmen wir den Vorteil nochmal raus. Ist doch in Ordnung. Ich meine, Magie 12, das gefällt mir noch ganz gut. Und seine Ausweichrate dürfte in der Regel ja ganz hoch sein. Das passt schon so. Den Raubtierfeind, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn schon brauche. Ich glaube aber, später werde ich ihn noch brauchen. Momentan glaube ich noch nicht ganz so. Dann geben wir dir mal den Vorteil. Das kann auch ganz nett sein. Ansonsten, dann nimm du mal den Raubtierfeind mit. Warum nicht? Alles klar, Leute. Ist das schon mal alles erledigt? Ansonsten gibt es nur eine Menge Olivikraut, was wir mitnehmen können. Haben wir sowieso momentan sehr viel davon. Chill nehme ich mal nur mit, aber ich will sie jetzt nicht großartig trainieren oder so. Nimm die Silberaxt und das passt auch erstmal. Purgativ und Pflege ist okay. Dich müssten wir halt noch ein bisschen trainieren. Hier könnte auch ein bisschen Bonuserfahrung noch... Ja, eigentlich sollte man es wirklich ausnutzen bei ihm, das ist echt so. Gleich zum Marodeur. Du nimmst mal das hier alles weg. Dich werden wir auch nicht großartig einsetzen, Punkt. Genauso wenig wie dich hier. Wir sind mal ganz radikal, was das betrifft und setzen wirklich nur auf Leute, die an sich noch interessant sind. Vom restlichen Utility und so weiter. Du brauchst noch eine Heilung. Und dann haben wir es auch so allmählich, Leute. Sind wieder sehr, sehr viele Überlegungen, die hier stattfinden. Aber es ist ja auch alles sehr wichtig. Er hat zum Beispiel auch kein Heilmittel. Mittlerweile können wir auch mal Elixiere verteilen eigentlich. Wir haben so viele Elixiere. Ja klar, raus damit. Immer kräftig equippen alles. Fürs Finale selbst hätte ich auch noch eine Menge Weihwasser am liebsten. Wäre mir auch noch ganz recht. Gibt es noch irgendwelche außergewöhnlichen Schwerter? Ich glaube aktuell nicht, oder? Ja, nichts, was sich so wirklich lohnen würde. Er könnte später auch nochmal umequippt werden, aber an sich bin ich momentan doch recht zufrieden, ja. Ich denke, wir investieren doch noch ein bisschen in Nolan. So wie das aktuell aussieht, da muss ich jetzt auch nochmal umverteilen, ups. Ach du meine Güte. Muss schon immer so viel überlegen, das ist unfassbar. So, wer hat es jetzt von mir bekommen? Genau, Elincia, natürlich. Ist auch gleich wieder zurück. Wäre schon schön, wenn das Spiel manchmal einfach erkennen würde, es ist ein Elite irgendwo verfügbar. Dementsprechend tritt dieser Fall ja automatisch ein mit den Bonuserfahrungspunkten. So, bei ihnen können über Bonuserfahrung eben auch nur noch tolle Werte steigern. Sich. Ein bisschen Geschwindigkeit braucht er allemal, um nochmal ganz gut mitzuhalten. Deswegen machen wir das jetzt so. Auch bei Nolan lohnt es sich eben entsprechend. Das ist einfach so. Es ist sinnvoll. Sehr sinnvoll, das so zu tun. Hat alle Charaktere, die schon irgendwas mal gemaxt haben, wo, sind dementsprechend besonders gut dafür geeignet, Bonuserfahrungen zu verteilen. Aber das ist ja mittlerweile, denke ich, fast schon wieder ein alter Hut. So, das letzte bisschen hier. Na, zumindest die Stärke zu maxen wäre noch ganz cool. Wow. Jetzt geht es so ein bisschen dran vorbei. Nur dieser eine Stärkepunkt ist, glaube ich, noch wichtig, oder? Genau. Ja, dann kann ich jetzt ihn auch entwickeln. Das ist Quatsch. Weil dann würden eh nur noch zwei Werte steigen. Also ist das relativ... Nimm das Ganze ab.
nochmal kurz umverteilen. Wir geben dir nochmal die Wacht. Ja, Vorteil Wacht ist so auch ganz lustig, glaube ich. Bei ihm kann ich es mir schon auch ganz gut vorstellen. Ist ja an sich, wie gesagt, auch ein schönes Set. Gut. Dann sehen wir jetzt noch eine Entwicklung von Nolan. Ich glaube, wir müssen erstmal noch was abgeben. Wir können das ja nicht direkt hier ausrüsten. Aber das Tomahawk kann er eh noch nicht nehmen, also passt das auch. Gut so. Let's go. Die Meisterkrone, neue Klasse für Nolan. Wurde auch höchste Zeit. Jawoll. So viele Entwicklungen in letzter Zeit, das ist echt fantastisch. Nur ist auch Nolan dran. Mit fantastischen Werten soweit, selbstverständlich. Alles, was das Herz begehrt. Und er hat nun Kolossus gelernt. Er wird die Stärke des Anwenders um das Dreifache. Nicht so außergewöhnlich, aber doch ziemlich heftig. Axt Level A aktuell, natürlich auch nur Äxte. Und er hat eh seine eigene Axt, Tavos, deswegen ist das Waffenlevel bei ihm egal, wenn man es genau nimmt. Das reicht alles völlig aus, so gesehen. Und er hat nach wie vor das Potenzial, jetzt auch als Marodeur noch einiges zu maxen, je nachdem. Gefällt mir doch exzellent. Gibt es nur noch irgendetwas? Ich glaube, das war's dann auch. Fähigkeiten passen. Equipment passt. Ich denke, wir können loslegen. Doch, ich denke, das können wir wirklich. Ich gucke nur noch mal kurz in den Waffenladen. Das ist das Einzige. Und stimmt, ich wollte mal gucken, ob wir Satori-Zeichen einfach nur verkaufen können. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. Ah, das geht natürlich nicht. Mensch, wie lästig. Ich weiß gar nicht was. Kriegen noch mal Adler, aber ist auch egal. Denn das werde ich sowieso nicht machen. Wir speichern so. Und mit diesem Team sollte das jetzt keine große Sache mehr sein. Nee, absolut nicht. Wir haben einen Feind gesichtet. Der ist dort drüben, südwestlich von uns. Wie konnten sie so nah herankommen, ohne dass wir sie bemerkt haben? Waren unsere Leute nicht in Stellung? Wir konnten sie nicht sehen. Die feindlichen Truppen tauchten einfach auf, ohne Ankündigung oder Warnung. Wenigstens einen Vorteil hat es, gegen eine Göttin zu kämpfen. Es wird auf keinen Fall langweilig. Alle Mann geht in Stellung. Eine ganze Legion, die aus dem Nichts auftauchen kann? Wer sind diese Getreuen? Wenn ich ehrlich bin, ist mir das auch ganz egal. Ich will nur ein wenig Unordnung zurück in diese Welt prügeln. Naja. Okay, wenn das sein Standpunkt ist. Okay, das wird jetzt ganz lustig, weil wir auf relativ viele Leute eigentlich verzichten. Das kann das Ganze aber auch etwas, naja, langwierig eventuell machen. Mal sehen. Sieh mal einer an, wen haben wir denn da? Endlich können wir ihm alles heimzahlen. Perfekt. Valaura hat er auch noch. Interessanterweise Lichtmagie, die vergiftet. Bizarre, aber auch das gibt es. Valtome, der Bischof hier. Aber der wird heute fertig gemacht. Wir müssen hier und da ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich, glaube ich, sehr viele Bogenschützen. Was die Sache manchmal etwas unheimlich machen kann. Aber wir haben mächtige Leute dabei. Diesbezüglich sollte eigentlich wenig schief gehen. Erdaffinität haben wir auf der Map. Och, das ist ja brillant. Das könnte ja kaum besser sein. Da kommt mir aber gerade, dass Sia, glaube ich, noch nicht richtig equipped wurde. Ist das richtig? Ja, der könnte schon noch was Besseres kriegen, oder? Silberschwerter haben wir noch. Jawohl. Sehr gut, das wollte ich sehen. Und Wodao können wir natürlich mit der tollen Crit Rate auch mal kombinieren. Wobei der Schnitter da natürlich noch ein Tick besser ist. Diesbezüglich. Oh, nehmen wir noch ein Silberschwert mit. Warum nicht? Man kann ja nie genug übrig haben. Wie sieht's hier aus? Ja, die Stahlstabachs hat mehr als genug zu bieten. Mit Treffer 206 mache ich mir da keine Gedanken. Achso, das liegt jetzt am Taktisch momentan, klar. Mit Treffer 100, ja. Der Unterschied ist trotzdem nicht weiter krass. Alles in Ordnung. Der hat die Mistralklinge, deswegen ist das so heftig im Unterschied. Kann man sich ja leicht die Frage stellen, aber der eine ist doch ein Schwertmeister, ist doch merkwürdig, dass der Unterschied so krass ist. Ja, natürlich.
Oh, AG 22 gerade mal. Ja, hier haben wir AG 19. Was das bedeutet? Rice kann doppelt, das ist ja super. Fantastisch, das freut mich jetzt richtig. Das ist doch gut. Kann er sich mal ein bisschen nützlich machen. Nett. Und ansonsten von der Verteilung bin ich mir gerade etwas unschlüssig. Es gibt echt viele Optionen. Aufpassen müssen wir theoretisch eigentlich nur auf Armbrust, Leute. Nicht, dass hier T-Bahn erledigt wird durch so einen. Das wäre sehr fies. Sie hat einen nämlich einen Touch dabei. Und wir wissen ja, wie gefährlich das ist. 90 Schaden wäre das. Das wäre ein bisschen extrem. Aber gut, Leute. Speichern wir. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal los mit dieser Map. Das wird auch nochmal besonders spannend. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Radiant Dawn.